ein wunderbares Getränk. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Literarischer Adventskalender 2019. Und dieses Mal, ihr merkt es schon am Ambiente, gechillt aus meinem Zuhause, aus der Coffeebar Wiese. Nachdem ich heute Morgen schon in der Altkönigsschule gewesen bin, jetzt also der literarische Adventskalender mal von meinem lieben Sessel aus, wo ich immer wieder entspanne. Und das ist ja ein wichtiges Thema für die Adventszeit, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir durchatmen und dass wir den Kopf freikriegen und das Herz freikriegen, damit wir überhaupt uns auf die Suche machen können, dass wir achtsam werden, dass wir wahrnehmen können überhaupt, was da möglicherweise Gutes auf uns zukommt im Advent. Denn ihr erinnert euch, Advent heißt Ankunft, etwas Gutes kommt in unserem Leben an. Und wenn man nur gestresst ist, wenn man nur durch die Gegend rennt und irgendwie alles richtig machen will, dann ist man ja gar nicht mehr offen dafür, überhaupt sich noch auf die Suche zu begeben und etwas Neues wahrzunehmen. Das machen wir übrigens auch von der Jugendkoordination Kronberg. Dieses Jahr ist der literarische Adventskalender ja auch als ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg gedacht. Das ist eine neue, innovative Art der Jugendarbeit, die versuchen will, jetzt hier speziell in Kronberg, die Ideen und die Dinge, die einen überraschen können, die in Jugendlichen stecken, die wahrzunehmen, die aufzuspüren, wahrzunehmen, sie zu bündeln und ihnen dann einen Weg ins Leben zu ebnen. Also zu gucken, dass Jugendliche ihr Ding machen können und dass sie die Erwachsenenwelt erstaunen können, was sie ja immer wieder tun. Zweifelsohne. Manchmal erstaunt die Erwachsenenwelt eher im Minusbereich, aber sehr oft erstaunt die Erwachsenenwelt doch im positiven Bereich über das, was in Jugendlichen so schlummert und was die alles an fantastischen Dingen für eine soziale Gemeinschaft tun können. Das darf man ja nicht vergessen. Wir bleiben meistens an diesen kleinen negativen Dingen hängen, aber viel, viel mehr, prozentual gesehen, sind es gute Dinge, die die Jugend in die Welt bringt. Und ich bin wirklich stolz und glücklich, dass ich jetzt schon über 40 Jahre in der Jugendarbeit stehe und stehen kann und immer wieder mich ins Staunen bringen lassen darf von dem, was Jugendliche durch die ganzen Generationen hinweg so anstellen. Ja, heute lese ich eine Geschichte, die auch von Gegensätzen handelt. Dinge, von denen man zunächst einmal denken würde, ja, was, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Wie kann denn Weihnachten und dieser Ort und dieses Umfeld, in dem die Geschichte von heute spielt, wie kann das denn überhaupt zusammenpassen? Wie kann man das zusammendenken? Aber das war eines der ersten Dinge, die mir sofort eingefallen sind vor 8, 9 Jahren, als wir damit angefangen haben, solche neuen Weihnachtsgeschichten zu schreiben. Und ich wollte unbedingt davon erzählen. Und ich habe heute mal, eigentlich ist es in Weihnachtswundernacht rausgekommen, aber es wurde in verschiedenen Veröffentlichungen dann immer wieder veröffentlicht, weil die Geschichte einfach zu gut ist. Heute mal aus dem Buch Freude breitet sich aus. Wer sich übrigens wundert, warum ich immer so hin und her schwenke, das hängt damit zusammen, dass ich zweigleisig streame, nämlich auf Facebook und auf Instagram. Also Freude breitet sich aus, herausgegeben von Monika Büchel vom Bibellesebund. Und ich weiß noch, dass der Bibellesebund auch überrascht war und zunächst mal staunend vor dieser Geschichte stand und mich gefragt hat, sehr höflich, ob ich das wirklich ernst meine.
aber wer mich kennt, weiß, ich meine solche Dinge immer ernst. Die Geschichte heißt Eine Stunde Weihnachten und sie spielt tatsächlich in einem Bordell. Lehnt euch also zurück, entspannt euch und hört diese wunderbare Geschichte, wie Weihnachten in Umfelde hineinkommt, in soziale Situationen hineinkommt, in denen man das eigentlich nicht erwarten würde. Und ihr dürft gespannt sein, in den es gab einige Folgegeschichten zu dieser Geschichte Weihnachten im Bordell. Und die lese ich morgen, übermorgen und überübermorgen. Also die nächsten Tage beschäftigen wir uns mit einem Erlebnisstrang sozusagen. Aber jetzt geht's los. Die erste Geschichte, die ich über Weihnachten geschrieben habe. Der Eingang des unscheinbaren Hauses hinter dem Bahnhof leuchtete fast so bunt wie der Weihnachtsbaum, den sein jüngster Sohn gestern für den heutigen Weihnachtstag mit kindlich kreativer Energie in den grellsten Regenbogenfarben geschmückt hatte. Er atmete noch einmal tief durch, bevor er das Bordell im Bahnhofsviertel seiner Heimatstadt betritt. Es ist ihm bewusst, dass er mit diesem so klein anmutenden Schritt etwas Neues wagt. Ihn fröstelt. Und das liegt nicht nur an den winterlichen Temperaturen. So schreiend bunt der Eingang ist, so gedämpft rot ist das Licht hinter der Fassade. Von irgendwoher dudelt ein Radio leise quäkend Weihnachtslieder. Der Duft von einer Kaufhaus-Kräutermischung zur Saison hängt in der aufgeheizten Luft. Er muss unwillkürlich an kalten Weihrauch am Morgen nach einer Mitternachtsmesse denken. Der Bordellbetreiber hinter dem Tresen schaut kaum auf und winkt den neuen Besucher weiter in Richtung des Kontakthofs. Auf den 6 Stockwerken mit je 11 Zimmern bieten 66 Frauen aus aller Herren Länder ihre Dienste an. Der Besucher öffnet seinen Wintermantel und nestelt nervös an seinem Collar herum, das ihn sofort für jeden als Geistlichen erkennbar macht. Er ist überrascht, denn trotz des Weihnachtsfestes herrscht hier große Betriebsamkeit, sodass der Pastor den vielen Freiern kaum auffällt. Im Kontakthof riecht es nach schweren Parfums und abgestandenen Alkoholausdünstungen. Er erinnert sich an einen alten Zeitungsartikel über Bordelle mit dem Titel »Eine Weide, die nach Schlachthof riecht« und findet das nicht unpassend. Beherzt macht er einen Schritt in die Mitte des Raums. Sofort kommen einige der Frauen, die an der Wand gelehnt haben, auf ihn zu und fragen, worauf er Lust habe. »Ich habe Lust«, sagt er mit fester Stimme, »alle Frauen, die heute hier arbeiten, eine ganze Stunde lang zu mieten.« Fatima Heike, Tochter von muslimisch-christlichen Eltern, die hier irgendwie hängen geblieben ist, kontert schnippisch, »ha, das könnte teuer werden. Und was willst du überhaupt mit so vielen Frauen? Glaubst du etwa, du bist omnipotent?« Das Wort hatte sie vor ein paar Tagen im Radio aus einem klassischen Weihnachtslied aufgeschnappt und sich gemerkt, weil es so witzig klingt. »Nein, das wohl kaum. Und was das Geld anbelangt, ich habe mein Erspartes genommen und möchte euch allen eine Stunde Weihnachten schenken. Ich habe hier 6.666 Euro. Könntet ihr bitte den anderen Frauen in den Zimmern Bescheid geben? Dann kann ich jeder Frau die vereinbarten 101 Euro für eine Stunde in die Hand geben.« Es dauerte eine Weile, bis alle Frauen aus ihren Zimmern gekommen sind und ihr Geld in Empfang genommen haben. Fatima Heike fragt frech, »und jetzt? Sollen wir dir eine Nonnennummer machen?« Die Freier im Kontakthof grinsen und warten gespannt, wie es weitergehen wird. »Nein, danke«, schmunzelt der Pastor. »Ihr könnt mit dieser Stunde machen, was ihr wollt. Das ist ja der Sinn eines Geschenks.« »Aber warum?«, ruft eine andere Frau aus der Menge. »Warum tust du das? Du kennst uns doch gar nicht.« »Das stimmt«, antwortete er. »Wie ich schon sagte, ich wollte euch allen einfach nur eine Stunde schenken, weiter nichts.
Danach halte ich den Weihnachtsgottesdienst in meiner Gemeinde und dann gehe ich nach Hause zu meiner Familie und es gibt die Bescherung. Aber ich möchte euch diese eine Stunde schenken, in der ihr nicht arbeiten müsst und die Gelegenheit habt, euch über Weihnachten zu freuen. Denn Weihnachten heißt, dass allen Menschen große Freude verkündet wird, weil für sie in der ersten Weihnacht der Retter Jesus geboren worden ist. Puh, was geht uns das an? Das erzählst du besser mal den Leuten in deiner Kirche, unterbricht ihn eine Blondine. Der Jesus, der will doch nichts mit uns zu tun haben. Der verurteilt doch unseren Lebensstil, fährt sie fort. Ja, und die Leute in einer Moschee und die in deiner Kirche tun das auch. Die wollen uns dort nicht haben, mischt sich Fatima Heike ein. Außer wir steigen aus, fährt sie fort, und leben von Hartz IV und lassen uns als Vorzeigeobjekte der Barmherzigkeit der Kirche herumreichen. Sie lacht dabei, aber der Pastor merkt, wie verletzt sie tief innen ist. Es kann leider sein, dass Leute euch ablehnen, gibt der Pastor zu. Aber der Herr der Kirche, Jesus, verurteilt euch jedenfalls nicht. Ich will es euch ganz kurz erklären. Damals, in der ersten Weihnacht, hat Gott Jesus auf die Erde geschickt, um den Menschen zu sagen, ich hab euch lieb. Allen voran den Hirten, die wegen ihres Berufs und der damit verbundenen miesen Arbeitsbedingungen ausgestoßen aus der Gesellschaft waren. Jedenfalls keine Vorbilder. Doch gerade die hat Gott sich ausgesucht, um ihnen zuallererst die Weihnachtsbotschaft zu erzählen. Die saßen an einem Lagerfeuer und auf einmal umleuchtete sie eine riesige Lightshow. Als sie sich an das grelle Licht gewöhnt hatten, sahen sie einen Engel. Und der sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Jesus Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Weihnachten hat also etwas mit Jesus Christus zu tun. Weihnachten bedeutet, dass Gott sich den Menschen zuwendet und ihnen sagt, ihr seid mir unendlich wertvoll und ich habe euch total lieb. Weihnachten bedeutet, dass Gott den Menschen mit Jesus ein großes Geschenk macht. An dem Leben von Jesus sollen nämlich alle sehen können, wie man glücklich werden kann. Für Muslime ist Jesus ein großer Prophet. Für Christen ist Jesus der Sohn Gottes. Für alle Menschen aber ist Jesus der Grund, warum es Weihnachten gibt, warum es Geschenke gibt und man einen ganzen Abend lang mal nur fröhlich sein kann. Und aus dem Grund wollte ich euch heute eine Stunde Weihnachten schenken. Also, so hat mir das noch nie jemand erzählt, sagt Fatima Heike bewegt. Am Ende ist die eine Stunde viel zu schnell vorbei, während sie sich miteinander angeregt unterhalten und dann und wann herzlich lachen. Wisst ihr was, sagt der Pastor, bevor er gehen muss, ich habe zwar kein Geld mehr, aber ich werde mir welches leihen und euch noch eine Stunde schenken, mit der ihr machen könnt, was ihr wollt, weil wir die erste Stunde ja nun hauptsächlich mit Reden verbracht haben. Und wenn ihr noch mögt, ich lade euch alle in meinen Gottesdienst ein, damit ihr noch mehr Weihnachten erleben könnt. Ihr könnt gleich mit mir kommen, müsst aber nicht. Ihr könnt die Stunde auch einfach nur genießen und nichts tun. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Gottesdienst teilnehmt. Ich werde das mal sofort mit eurem Chef besprechen. Mit einem verlegenen Räuspern meldet sich da genau der zu Wort. Er hat sich seit einiger Zeit unbemerkt im Halbdunkel aufgehalten. Ja, also, das wird nicht notwendig sein. Na, du musst keinen Kredit aufnehmen, Pastor. Ich selber werde die nächste Stunde von meinem Geld bezahlen. Während die Frauen ihren Boss ungläubig ansehen, murren einige Freier. Und was mit uns? Fragt einer verärgert.
Sorry, aber die nächste Stunde ist der Laden dicht, verkündet der Bordellbesitzer bestimmt. Ach, du kannst mich mal, sagt einer der Freier ungehalten und steuert auf den Ausgang zu. Und ein anderer ruft wütend, ha, jetzt machst du wohl einen auf fromm, was? Die Frauen jedenfalls sind immer noch sprachlos über die zusätzliche freie Stunde. Manche verziehen sich in ihre Zimmer, andere an die Bar. Einige von ihnen aber, allen voran Fatima Heike, machen sich auf den Weg, um im Gottesdienst des Pastors zu sehen, ob die Weihnachtsgeschichte wirklich das hält, wovon der Pastor gesprochen hat. Was für eine wunderbare Geschichte. Es bewegt mich immer noch, wenn ich sie vorlese. Und ich wünsche mir so sehr und ich wünsche euch so sehr, dass euch ein solches Weihnachten widerfährt, dass ihr ein solches Weihnachten erleben könnt, an ungewöhnlichen Orten, da wo ihr es nicht erwartet, und dass ihr von Weihnachten Dinge erleben könnt, die euer Leben zum Guten wenden können, die euer Leben zur Ruhe bringen, die euer Leben glücklich machen, fröhlich machen. Denn das ist ein wesentliches Merkmal von Weihnachten, die Freude. Gott schenkt den Menschen Freude. Ja, und wie es weitergeht mit Fatima Heike und dem Pastor und den Leuten, die da in diese Gemeinde jetzt zum Weihnachtsgottesdienst gegangen sind, das werdet ihr morgen erfahren, wieder um 15 Uhr, wieder aus diesem wunderbaren Zuhause von mir. Und dann geht es weiter übermorgen und übermorgen ebenfalls mit Fatima Heike und dem Pastor und den Leuten, die da alle noch dabei sind. So, und wenn du auch Menschen eine kleine Freude machen willst, dann kannst du ihnen eines dieser fantastischen Bücher schenken, die du in deinem Local Bookstore bekommst, für kleines Geld große Freude schenken. Einmal Weihnachtswunderzeit, das neue Buch von meinen Freunden Thomas Klappstein, Frank Bonkowski und mir. Hier seht ihr sie, Frank Bonkowski, Thomas Klappstein. Und ich, das bin ich. Ja. Das ist das eine. Und das andere hier, es weihnachtet sehr. Ein Best-of aus den letzten 7 Jahren Weihnachtswundernacht. Geht einfach mal in euren Buchladen, bestellt das Buch, fragt nach, ob er das Buch hat. Und vielleicht machst du ja ein kleines Video darüber, wie du deinen Buchladenbetreiber das fragst oder wie du das Buch in Empfang nimmst. Dann machst du ein Foto von dir mit dem Buch an der Kasse und postest es einfach hier direkt unten in die Kommentare hinein. Darüber würden wir uns total freuen, der Thomas, der Frank und ich. Und vielleicht noch viele andere, wer weiß. Ne? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Vielleicht habt ihr ein Heißgetränk oder einen Kaffee, so wie ich. Chillt eure Base und bereitet euch auf das Wunder von Weihnachten vor. Vorhin hat mich jemand gefragt, wo das eigentlich herkommt mit dem Adventskalender, warum da immer Türchen aufgemacht werden und so. Das ist eigentlich eine lutherische Tradition, die ist gar nicht so alt, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und im Grunde genommen war es erstmal einfach nur ein Zeitmesser. Man hat eins nach dem anderen Bilder an die Wand gehängt, ja, und dann wusste man, aha, Weihnachten kommt immer näher. Oder man hat Kreidestriche an die Wand gemalt und dann durften die Kinder immer einen Strich wegwischen. Und dann wusste man auch, aha, es wird immer weniger, wir kommen Weihnachten näher. Und dann gab es irgendwie ganz viele Traditionen, das mit den Geschenken ist noch gar nicht so alt, dass kleine Geschenkchen in Säckchen oder in Schächtelchen gepackt werden und die man dann aufmachen kann. Der Sinn ist jedenfalls, jeden Tag einen Moment innehalten, einen Moment zur Ruhe kommen und sich überlegen, da kommt etwas Gutes auf mich zu. Weihnachten kommt immer näher. Also, lass dir nichts erzählen, Weihnachten ist nicht stressig, ja, und vor allem, wenn du Stress empfindest, ja, dann liegst du irgendwie komplett daneben. Weihnachten hat nichts mit Stress zu tun. Weihnachten hat was mit Ruhe und mit Freude zu tun. Und darum gibt es den Adventskalender, der uns immer wieder daran erinnern soll und uns jeden Tag, mindestens am Morgen oder so um die Mittagszeit, wenn ich mal hier was vorlese,
daran erinnern soll, durchzuatmen und zu sagen, ja, Weihnachten kommt bald. Also, bis dann, ihr Lieben. Einen schönen Nachmittag euch. Prost. Wo mache ich es jetzt zu Ende? Das ist immer wieder neu, jeden Tag.